Viele Grüße aus dem Wald an den Saarländer auf Hiking-Tour, an den Kevin. Hallöchen. Das hier wird eine Videoantwort speziell für dich zu deinen erreichten 100 plus Abonnenten. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch und Daumen hoch für diesen Meilenstein. Ich gucke deinen Kanal sehr gut. Erstens mal, Saarländer, klar, muss man abonnieren. Ist schon mal klar. Und dann sind deine Touren, die sprechen natürlich auch für sich. Also von deiner Schottland-Tour bin ich echt absolut total begeistert. Habe ich jetzt irgendeinen Hyperlativ ausgelassen? Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, super Sache das Ganze. Mach weiter so. Ich denke, dann werden das noch wesentlich mehr werden. Es sind ja schon ein paar mehr geworden. Und ja, dann um deinem Wunsch nachzukommen, wolltest du ja von uns unseren ältesten und unseren neuesten Ausrüstungsgegenstand gezeigt bekommen. Fangen wir mal mit meinem ältesten Gegenstand an. Den habe ich schon in ein paar anderen Videos gezeigt. Es handelt sich dabei um ein Messer von einer Marke, die du nicht so sehr schätzt. Und zwar ist es ein Bear Grylls Survival Messer von der Firma Gerber. Ich hol's mal aus der Tasche raus. Es ist ein Einhand-Folder mit Serrations, also mit hier diesem Wellenschliff am Anfang und einer Klinge. Hat bei mir schon etwas gelitten, sieht man der Klinge auch schon an. Die Serrations sind auch schon verbogen, habe ich auch schon ein paar Mal in einem Video erwähnt. Es ist halt mein ältester Gegenstand. Deswegen, den habe ich schon bekommen, bevor ich überhaupt auf Tour war. Ich habe halt die Sendung mit Bear Grylls gemocht und meine Frau, damals Freundin, hat mir das halt dann eben zu Weihnachten geschenkt. Dennoch mag ich das Messer sehr, auch wenn es seine Schwächen hat, aber es ist halt mein ältester Gegenstand und es wird mich auch nicht verlassen. Zudem werde ich dafür eh nichts mehr bekommen. Genau, der älteste Gegenstand war das. Dann zeige ich dir gleich meinen neuesten Gegenstand und den probieren wir gleich zusammen aus. Da liegt auch schon mein neuester Gegenstand. In dieser kleinen Tasche befindet er sich. Ich habe mir nämlich beim freundlichen Chinesen von nebenan oder auch bei AliExpress einen kleinen neuen Hobo bestellt. Und den packen wir doch mal zusammen aus. Der Hobo besteht nur aus drei Teilen. Einmal dem Rahmen, dann haben wir hier einen Feuerrost und hier ist noch so eine kleine Brennschale dabei. Die kann man direkt nutzen, indem man sie mit Spiritus befüllt und dann hier oben einsetzt und somit quasi den Hobo direkt als Brenner auch nutzt. Dann würde ich sagen, bauen wir den mal schnell zusammen. Das geht ganz einfach. Hier eingelegt und dann hier eingesteckt und schon steht der Hobo. Mein Teewasser kocht. Das bedeutet, dass ich jetzt gleich einen Tee trinke. Den genieße ich in aller Ruhe hier in der Natur. Ich wünsche dir noch viele weitere Abonnenten, Kevin. Man sieht sich vielleicht auch mal im richtigen Leben auf der nächsten Tour. Bis bald im Wald. Ciao.